zurück bei Future. Ich bin jetzt mit Energy versorgt. Zumindest mit zwei Dosen. Ich glaube, die werde ich jetzt auch direkt öffnen. Fenster habe ich jetzt auch ausnahmsweise mal offen. Alles tun, damit ich wach bleibe. So. Wir müssen in die Richtung. Stimmt, ich will mich ja jetzt auch ein bisschen um die ganzen Quests hier kümmern. Wird ja auch nötig. Wobei wir auch zwischendurch ein bisschen hier im Sammeln sind. Von allem so ein bisschen hier. Ich will mal, warte. Die Richtung. Öle. Nekrophagenöl kann ich herstellen. Sehr schön. Und ansonsten kann ich noch nichts weiter herstellen, ne? Dahin? Öle. Das wäre zusätzliche Effekte. Okay, und das kann ich dann da einfach drauf tragen. Interessant. Interessant. Öle, wenn du Öl auf dein Schwert aufträgst, wird dadurch bei der bei bestimmten Gegnertypen verursachten Schaden. War nicht wirklich, das so schnell zu lesen. Wir laufen erstmal weiter. Was ich noch machen wollte, wo ich hier... Ganz komme ich hier noch nicht klar. Meditieren. So. Das ist nämlich wieder aufgefüllt. Sehr, sehr wichtig. Das verlaffene Dorf, genau. Wir sind jetzt im verlaffenen Dorf. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Ich bin ein bisschen verhext, also nein, wir haben das Geist. Okay. Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Teufel beim Brunnen. Warum will ich eigentlich immer alles mitnehmen? Was stimmt mit mir nicht?
meine, die Frage stelle ich mir immer öfter. Ständig neige ich dazu, immer alles mitzunehmen. Vielleicht haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Ist hier noch irgendwas? Ja, da hinten ist noch was. Okay, da ist eine tote Leiche. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Ein Tagebuch. Einmal lesen. Bücher und Schriften. Wechsel mit A und D zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie dem Fenster Bücher im Glossar hinzugefügt. Okay. Verhörprotokoll. Lesen wir erstmal alles durch, oder? Wichtig ist das erstmal. 27.03.1250. Es ist passiert. Völker hatte am Gerichtshof von Vizima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingerichtet. Es sei den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wir betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wobei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militäre in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unseren Kümmernissen anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. 12.04.1250. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir erscheint es wunderbar. Es ist der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben. Wenn wir keinen Flug und keinen Hacken haben und dass wir das Abendmann zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. 23.04.1250. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort zu verlassen. Okay. Quest aktualisiert. Hier noch was am Brunnen. Hui! Ach so. Eins fehlt noch. Aber ich will ins Bestiarium. Mittagserscheinungen. Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahmen unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen.
Vlad Raimund, Bauern und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen Bisweilenerscheinungen auf die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich. Denn hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen. Die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das weitersuchen. Okay. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ja, und wir sind auf Versehen zu früh hier reingesprungen, weil ich dachte, wir müssen hier drin noch was suchen. Unter Wasser sieht das jetzt ja alles nicht so sonderlich schön aus. Ja, wir beeilen uns hier mal. Geil ist dieses Knacken im Ohr. Dass man sogar tropft, weil man nass ist. Das ist so cool. Ein Mann mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Okay. Blutflecken, kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Okay. Genau da. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau, rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Dieser Moment, wenn man da eben schon unten war.
gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten, muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Schau mich nicht so an! Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Ausgebaute Hölle mit Schlangenaugen. Lass mich mal an! Achso, du hast es schwer? Du hast ein Dach über dem Kopf. Das ist besser als nichts. Bevor die schwarzen Düsenmacher lagerten, haben sie die Vororte niedergebrannt. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Thank you.
Der Boden ist noch feucht vom Blut. Hier hat der Greif die Nilfgaarder angegriffen. Das Armband. Igni. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meisterhexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksspiel.
Entschuldigung. So, jetzt. Bin eben wieder gegen das Mikro gekommen. Also gegen den Button hier. Ja. Das ist doch ziemlich an dem Mikro. Wenn man einmal gegen den Tisch kommt, dann der die Schicht im Schacht. Dann dreht sich das nach unten und dann war's das. Bin ich stille. So. Nee, wegwerfen wollen wir nichts. Was wollte ich jetzt machen? Das Pferd rufen. Pferd gibt's hier drin nicht. Pferd gibt's hier. So. Ich hoffe, es geht hier soweit gut. Komm schon. Ja. Gerald. Pferd. Hier. Lohnt sich das überhaupt dafür, ein Pferd zu nehmen? Ich weiß es nicht. Ja, auch müde. Auch müde. Letzten Tage nicht sonderlich viel geschlafen. Wo muss ich hin? Das ist blöd, was ich hier gerade tue. Ipan-Ausrüstung. Bin ich denn... Ah, da hinten. Okay. Dann einmal zurück, Marsch, und einmal die andere Quest da noch abholen, die es da noch gibt. Und dann gucken wir uns einmal um, wo es die Vipern-Ausrüstung gibt. Ah, ich glaube, ich erinnere mich an die Quest, die es hier gibt. Hey, jemand zu Hause? Oha, bitte. Ja, ich erinnere mich. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Wobei ich mich gestern, Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Zusammenreißen musste. Aber er sagte nur höflich, meine Maus, die einfach irgendwo liegen, da war zu pfeffern. Wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen. War zum Ende hin doch noch bockschwer. Nein, und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Aber es ist nur eine Pfanne. Leise mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd. Das ist eine Mose. Ja, habe ich ja. Ihn noch meine Pfanne wieder. Aber es war kurz davor. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert. Dass ich so viel gekriegt hätte. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Jetzt soll ich dir ernsthaft einer helfen? Alten Witwe die Pfanne zurückbringen. Ich kriege kauf dir eine neue Pfanne. Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Soll ich ernsthaft für die alte Schabracke hier eine Pfanne holen? Denn die sich da nicht selber irgendwie durch die Fenster zwängen?
Ja. Warte, Art. Art und zack. Ihren Sachen, die immer, ja. Wie in jedem Spiel. Der Wesen des Fleisch, warum nehme ich das mit? Eine Leiche, das erklärt den Gestank. Das hätte ich auch so sagen können. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben, wie bei einem Soldaten. Wie bitte? Monokel mit Sprung, interessant. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Madame, ich ermittlere hier. Wir sind von der Frischheit. Ich glaube, sowas gab es hier noch nicht. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, ich habe die Pfanne gefunden. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Aber ich kenne noch keine Hexen. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, Alte. Mann. Guck doch selber nach. Es ist blöd, in dein eigenes Haus zu kommen. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Nee, weil sie nicht ins Haus reinkam. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Wir haben jetzt einfach nur die Bratpfanne mitgenommen, um sie sauber zu machen. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Tief, ich rate euch gut. Tief unter der Erde. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Eine Bratpfanne. Vier Söhnchen für die Reise. Eine blanke Bratpfanne, ja. Und was habe ich jetzt gekriegt? Außer Erfahrungspunkte. Bratäpfel! Ich habe Bratäpfel gekriegt und Brot. Ach. Und Apfelsaft. Hoho, Apfelsaft. Geralt trinkt ja auch Apfelsaft. Lass sie dir schmecken. Ich mag keine Bratäpfel. Mach langsam. So. Gut, dann will ich ja jetzt hier nochmal ein bisschen... Huch, was habe ich jetzt eingestellt? Danke. Da möchte ich hin. Ein paar Sachen hier abgrasen. Bevor wir der Hauptquest weiter folgen. Lauf, meine Plötze, lauf! Hm, Magie. Ein Ort der Macht. Ja. Oh, aua. Das ist, lauf, meine Plötze, lauf, habe ich gesagt. Weil das Pferd Plötze heißt. Guck. Warte. Da. Plötze. Will ich wissen, was du verstanden hast? Ja, was denn? Er nennt alle seine Pferde so. Er liegt doch nichts für.
So haben wir noch gar nicht. Ich sag's auch nicht. Warum denn nicht? Sehe ich gar nicht. So, dann gehen wir da noch einmal hin. Nein, weg damit. Ich glaube, ich kann das mir denken. Wieso sind doch hier unter uns? So. Nehmen wir mal mit. Und müssen wir dahin? Ich glaube. Ja. Wären wir wie ein Land. Nee, nee, nee. Das passiert hier nicht. Wo kommen wir denn dahin, dass wenn ich meinen eigenen Mod banne? Naja, da ich jetzt 50 Follower habe, kann ich jetzt halt einen VIP-Status rausgeben. Hab zurzeit 10 Plätze frei, beziehungsweise jetzt nur noch 5. Und die vergebe ich zum Beispiel halt an Leute, die regelmäßig reinschauen oder halt gut mitschreiben oder, also, ne? Die was zu dem Ganzen hier beitragen. Und warte, ich kann dir sagen, was das bringt. Ich muss nur erst mal das Bild dazu wiederfinden. Hab das nämlich vorhin abfotografiert, was das bringt. Und zwar, VIPs sind wichtige Community-Mitglieder eines Streamers, die über eine spezielle Abzeichen verfügen. Wenn Streamer das Archiv Richter einer Community, 50 Follower und 5 eindeutige Chatter in einem Stream erreichen. Bei langsamem Chat nur Abonnentenmodus oder nur Follower-Modus ohne Beeinträchtigung chatten. Also das sind jetzt die Vorteile, die VIPs haben. Bei Raid-Limits ohne Beeinträchtigung chatten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo meinen großen Raid kriegen sollte und alle durcheinander schreiben, das ist ja irgendwann... Es darf halt immer nur eine gewisse Anzahl dann geschrieben werden. Je nachdem, wie ich festgesetzt habe. Und da würden dann zum Beispiel die VIPs rausfallen, die dürften immer schreiben. Und VIPs dürfen Links im Chat posten, auch wenn Links deaktiviert sind. Das heißt, wenn sie... deswegen mache ich das nur bei vertrauenswürdigen Leuten. Wenn jetzt irgendeiner einen Link zu irgendeiner Komplettlösung oder so reinstecken würde oder zu einem Bild. Und ich habe das aber eigentlich ausgeschaltet, was ja auch so ist. Es darf ja kein Link gepostet werden. Die können das trotzdem machen. Die sind von der Strafe ausgenommen. Die dürfen das tatsächlich einfach machen. Das sind die 3 Vorteile. Wird dann mit so einem Diamanten vorm Namen gekennzeichnet. Dir kann ich zum Beispiel diesen VIP-Status nicht geben, da du mein Mod bist. Und als Mod kann ich dir das leider nicht geben. Nur, ja, bist da komplett raus, weil du hast sowieso alle Rechte, die ich dir gegeben habe. Deswegen... nee, ich wollte das mal einfach mal so anmerken, falls es den einen oder anderen interessiert. Weil
Rein theoretisch wollte ich das machen, geht aber nicht. Aufgrund dessen, dass man halt schon Mod ist und halt schon alle Rechte besitzt. Außer die Streamrechte. Die hab ja nur ich. So. Was haben wir denn hier hinten Schönes? Gibt es hier nicht auch Widerscheinungen? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, erstmal sollten wir Erscheinung töten. Aua. Boah, ich hasse Erscheinungen. Wie ist tot? Ja, aber... Es könnte mir ja meinen Kanal auch so einstellen, dass mehrere Leute auf meinem Kanal streamen dürften. Könnte ich zum Beispiel auch einstellen. Aber, nein. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Verriers. Der Kinderlose in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall verstarb. Möge Meditele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Weil er in einem Schlaganfall gestorben ist. Und keine Kinder wollte, oder was? Ja, ihr seid ja großherzig hier. Ja, wie gesagt, man, das kann man tatsächlich machen. Man kann anderen Leuten erlauben, auf dem jeweiligen Kanal mitzustreamen. Geht tatsächlich. Müsste ich halt nur einstellen. Aber warum sollte ich das machen? Da ich keinen Partner in dem Sinne habe, also keinen Streaming-Partner, der mitstreamt und seine eigenen Projekte macht. Wozu auch? Brauche ich das nicht machen und selbst wenn, würde ich es nicht machen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Weil dann müsste ich ja alles andere auch teilen, quasi. Teile zwar gerne, aber nur in einem gewissen Rahmen. Ja, natürlich. Ja, gar nicht dunkel hier unten, ne? Wer hat denn hier das Licht ausgeknipst, ey? Ja, wie gesagt, man kann es halt teilen, wenn man es möchte. Zum Beispiel, wenn Fotos mit streamen wollen würde. Aber unabhängig von mir zum Beispiel. Dann würde das zum Beispiel gehen. Bringt hier aber nicht besonders viel Licht. Jetzt ein bisschen Ähnlichkeit mit dem komischen Ermittler aus dem ersten Teil. Ja, aber wie gesagt, das sind halt so Beispiele. Das würde auch mit der besten Freundin oder dem besten Freund gehen. Ich wollte nur andeuten, dass es geht. Ich will es nur niemals machen. Warum auch? Ja, machen wir das mal.
Welche Stufe sind wir jetzt? Wir sind ja Stufe 2. Echt? Du verstehst, dass ich das nicht machen würde? Wie kommt das denn? So, dann als nächstes da hinten hin. Also das Level dauert hier auch wieder Ewigkeiten. Das haben sie sich aus dem zweiten abgeguckt. Wobei das hier noch schlimmer ist. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Erstmal solltest du das Nest da zerstören. Was? Verlieren wir die Nerven? Verlieren wir die Nerven? Nein, nein, gar nicht. So, ja. Ich weiß gar nicht. Kann ich nachsehen, wie viele Spielstunden ich schon habe? Also hier nicht. Ich glaube, ich habe um 19 Uhr angefangen mit dem Spiel. Ne, ich kann leider nicht nachgucken. Ich meine, ich habe um 19 Uhr angefangen. Ungefähr. Um 17:50 habe ich, glaube ich, mit Witcher 2 den Bosskampf begonnen. War da, glaube ich, nach einer Stunde fertig. Habe ich jetzt noch eine Bombe? Nee, habe ich natürlich nicht. Ja, aber bin dennoch gerade im allerersten Gebiet. Das Spiel wird hier deutlich länger dauern als die Vorgänger. Mm-hmm.